Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Agora von Schimmel in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Agora von Schimmel, so sieht das Ganze aus. Bevor wir die Folie der Vinyl entfernen, haben wir hier oben noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier, limitierte Edition, weiße Heavyweight Vinyl, inklusive CD und Downloadcode. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze jetzt mal öffnen. Und zwar haben wir hier eine kleine Öffnung, so einen Spalt, am besten hier entlang schneiden. Sich das hier gut abziehen. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarz-rosane Vinyl. Wir lesen hier einmal oben in orangener Schrift Schimmel. Darüber lesen wir noch produziert von Oh My und darunter dann relativ groß Agora. Und hier ist dann auch noch eine Definition des Wortes. Und zwar lesen wir hier: The term Agoraphobie is from Greek. Agora meaning public square and phobia meaning fear. Also die Angst oder die Phobie rauszugehen, beziehungsweise ja, sich draußen aufzuhalten. Ne? Darunter haben wir dann noch so einen Maschendrahtzaun. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist und relativ ungewöhnlich dieses hier oben rechts. Im Querformat. So sieht das aus. Also, wir haben hier 10 Tracks mit dabei. Allesamt Solo-Tracks von Schimmel, keinerlei Features. Und dann haben wir hier noch die Infos zum Album, wer das Ganze produziert hat und so weiter. Scratches, Master, Artwork etc. Und dann haben wir hier noch Schimmel im Querformat klein abgebildet und hier unten dann noch Urban und Universal. Hier oben finden wir dann auch noch einen Barcode. Gut, es ist eine lange, lange Zeit her, dass Schimmel sich gemeldet hat oder released hat. Und zwar war das Ganze im Jahre 2009, wenn ich mich nicht irre. Und zwar war das Album Im Alleingang Anfang Jänner 2009. Also ja, Jänner 2009 war das. Im Alleingang, damals ja noch bei Selfmade Records. Und jetzt lange, lange Zeit nicht gemeldet. Und das ist der erste richtige Output bzw. ein erstes Soloalbum seit nunmehr 9 Jahren. Gut, wir schauen mal hinein. Ich sage das vor allem deswegen, da ich mir vorstellen könnte, dass viele Leute, die heutzutage Videos schauen bzw. meine Videos schauen, keine Ahnung mehr haben, wer Schimmel ist bzw. gar nicht wissen, dass dieser schon mal da war. Gut, so sieht das Ganze von innen aus, glatt weiß. Wir haben hier einmal eine CD noch dabei, dann so einen kleinen Download-Code und wir starten natürlich mit der Vinyl an sich. Also diese auch in diesem schwarz-pink gehalten, einmal hier Schimmel mit Cap abgebildet und auf der Rückseite haben wir hier relativ trostlose Plattenbauten. Das Ganze geht dann hier auf der Seite auf und auch wenn es schon auf der Vinyl angekündigt wurde, auf dem Cover allerdings, hat es mich jetzt doch etwas überrascht. Es gefällt mir richtig gut. Die Vinyl in Weiß hat man echt selten. Meistens ja doch dann schwarz, also regulär. Aber hier in Weiß eingefärbt hat auf jeden Fall Style in meinen Augen. Wir haben hier die Seite A und natürlich dann hier die Seite B. Diese beiden Seiten hier auch wieder in dieser Maschendrahtoptik. Schön gemacht. Dann machen wir die Vinyl mal wieder rein. Und dann haben wir mit dabei einen Download-Code. So, den verdecke ich jetzt mal. Und zwar lesen wir hier eben, wie man diesen einlösen kann. Bedeutet, wenn ihr euch diese Vinyl kaufen solltet, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch als MP3 runterladen und seid nicht nur mit der Vinyl. Und ihr bekommt zusätzlich auch noch eine CD. Diese hier in dieser Klarsichthülle, in dieser Folie. So sieht das aus, also auch die CD in dieser Maschendrahtoptik in Schwarz und Weiß gehalten.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Riesenfan von diesen Klarsichthüllen. Jewelcase findet hier natürlich keinen Platz in so einer Vinyl, dafür ist es zu dick. Allerdings muss ich ehrlich sagen, hätte ich so ein dickes Leaf, so eine Papphülle bevorzugt. Aber ja, generell muss man sagen, ist es natürlich immer schön, wenn man CD und Album Downloadcode in der Vinyl vorfindet. Ist ja auch nicht immer der Fall. Aber es freut mich auf jeden Fall, so ist man nicht nur auf den Plattenspieler angewiesen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet, beziehungsweise in der Vinyl. Einmal die eben gezeigte Vinyl in Weiß, dann der Album-Download-Code für das Album in MP3-Form, die 10 Tracks und natürlich die CD in der Klarsichthülle. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl-Edition von Agora von Schimmel. Alle weiteren. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Schimmel unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.